Muss ich meinen Arbeitgeber auf einen Teilzeitjob verklagen, damit ich eine volle Erwerbsminderungsrente bekommen kann? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Folgender Sachverhalt wurde uns zur Beratung angetragen. Unser Mandant war oder ist arbeitsunfähig erkrankt, bezog Krankengeld und nach der Aussteuerung bekam er Arbeitslosengeld. Er beantragte dann bei der Deutschen Rentenversicherung eine Rente wegen Erwerbsminderung und bekam aber nur eine teilweise Erwerbsminderung, diese als Dauerrente zuerkannt. Er hat dann Widerspruch gegen den Rentenbescheid eingelegt und verlangte von der Deutschen Rentenversicherung die volle Erwerbsminderungsrente, weil er war ja aus seiner Sicht medizinisch nicht in der Lage, mehr als 3 Stunden pro Tag zu arbeiten. Er hat dann auch mitgeteilt im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, dass sein Arbeitgeber wolle ihn nicht weiter beschäftigen. Auch eine Verkürzung der Arbeitszeit kam für ihn nicht in Betracht. Die Deutsche Rentenversicherung oder die Rentenversicherung, der Rentenversicherungsträger, verlangte daraufhin von unserem Mandanten, dass er gegenüber seinem Arbeitgeber einen Anspruch auf verkürzte Arbeitszeit geltend machen soll. Das heißt also, er sollte praktisch im Grunde genommen ihn auf den Arbeitgeber auffordern, gib mir doch bitte statt dem vollen Job einen Teilzeitjob. Der Arbeitgeber hat aber schriftlich mitgeteilt, dass er unserem Mandanten diesen Teilzeitjob nicht anbieten wird. Er hat ihn einfach nicht. Während der Laufzeit des Bezugs von Arbeitslosengeld 1, neben der teilweisen Erwerbsminderung, wurde unserem Mandanten von der Bundesagentur für Arbeit auch kein Teilzeitjob angeboten. Also er wurde auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht vermittelt, obwohl nach den Feststellungen der Deutschen Rentenversicherung er 3 bis unter 6 Stunden noch arbeiten gehen könnte oder konnte. Dieser Mandant bat dann uns um Aufklärung und um Rat, wie er in der Sache vorgehen kann. Ja, und da haben wir unserem Mandanten geraten, sich mal auf das Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 23. August 2018, dieses Urteil sich mal näher anzuschauen. Das LSG hat im Jahr 2019 in einem de facto ähnlich gelagerten Fall entschieden und dem damaligen Kläger den Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente aufgrund von Arbeitsmarktlage zuerkannt. Dieses Urteil vom 23.08.2019 können Sie nachlesen unter dem Aktenzeichen L5R226 aus 18. Und das Landessozialgericht sprach ihm trotzdem, dass er noch arbeiten konnte nach den Feststellungen der Deutschen Rentenversicherung die volle Erwerbsminderungsrente zu. Und zwar, weil der Teilzeitarbeitsmarkt für den damaligen Kläger verschlossen war. Und so war es auch für unseren Mandanten. Also es gab kein Teilzeitjobangebot. Der Arbeitsmarkt ist immer dann verschlossen, wenn die Bundesagentur für Arbeit und die Rentenversicherung innerhalb eines Jahres keinen Arbeitsplatz unserem Mandanten oder dem Kläger Teilzeitarbeitsplatz anbieten können. Die Rentenversicherung kann vom Versicherten nicht verlangen, dass dieser im Rahmen der Mitwirkung seinen Arbeitgeber auffordert oder diesen vielleicht vor dem Arbeitsgericht verklagt, ihm einen Teilzeitjob anzubieten. Zu solch einer Mitwirkung gibt es keine Rechtsgrundlage, so hat es das hessische LSG im Jahr 2019 geurteilt. Nach unserer Beratung teilte uns unser Mandant dann mit, dass seine Rentenversicherung ihm nunmehr statt der teilweisen Erwerbsminderungsrente eine befristete volle Erwerbsminderungsrente aufgrund der Arbeitsmarktlage zugesprochen hat. Wir haben ihm gesagt, dass er auch gegen diese Entscheidung Widerspruch einlegen kann, um zu überprüfen, ob er nicht aus anderen Gründen auch Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente haben kann, zum Beispiel aus medizinischen Gründen. Für unseren Kunden war es ein Erfolg. Er hat sich bei uns herzlich bedankt. Herzlichen Dank zurück und alles Gute. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.